Meine Lieblingsduftnote? Wahrscheinlich ein Zitrusduft. Ja. Okay, cool. Also nicht wahrscheinlich. Ja. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Alex und bei Parfori dreht sich alles um Luxus- und Nischendüfte. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar von der Marke Maison Noir haben wir die beiden unglaublich sympathischen Gründer Claudio und David zu Besuch. Die Marke ist sehr, sehr jung und ich würde vorschlagen, wir schießen gleich los und Claudio und David erzählen uns, was hinter Maison Noir steckt, wie das Duftkonzept aufgebaut ist und was für wunderschöne Düfte sie kreiert haben. Dranbleiben lohnt sich, denn im ersten Teil geht es vor allem um Maison Noir, Claudio und David und danach haben wir dann noch einen sehr, sehr interaktiven Part. Wir nennen es 300 Seconds of Maison Noir. Bleibt gespannt. Ihr beiden, herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Geht's euch gut? Perfekt. Ja, und selbst? Cool. Ja, mir auch. Ich habe mich echt wahnsinnig gefreut, die beiden auch mal persönlich kennenzulernen. Ich habe die beiden in Mailand zum ersten Mal kennengelernt. Dann haben wir uns in Frankreich nochmal getroffen. Und umso mehr freut es mich, dass sie jetzt bei uns zu Besuch sind. Ihr beiden, ihr habt ja echt eine Leidenschaft für Düfte. Und mich würde jetzt aber mal interessieren, wie eigentlich alles angefangen hat. Also, wie seid ihr mit Düften in Berührung gekommen und was hat euch dann eigentlich inspiriert, Maison Noir zu gründen? Ja, ich denke, das ist eine sehr gute Frage, auch sehr wichtig für uns. Wie kommen wir zu der ganzen Sache? Ich arbeite seit über 16 Jahren mit Düften. Ich habe diese gesamte Zeit bei Lalique gearbeitet, in verschiedensten Positionen, das heißt Marketing, aber auch Einkauf, also wirklich auch Details über die Produkte in- und auswendig zu lernen und war aber der größte Teil der ganzen Zeit als Creative Director für verschiedene Marken zuständig und habe da viel mit Lizenzmarken gearbeitet. Und natürlich ist da die Leidenschaft gewachsen, eine eigene Marke zu kreieren und zwar eine Marke, die nicht irgendwie von was abhängig ist, sondern die eine Marke für sich ist und für die Düfte, wo die Düfte wirklich als Hauptmarke im Vordergrund stehen. Aber natürlich, das ist jetzt auch schon fast 3 Jahre her, braucht eine Unternehmung gute Partner, gute Leute und ich habe da wirklich eine recht lange Zeit gesucht und dann ist David von Australien zurückgekommen. Genau, also ich bin eigentlich Derivathändler, ich habe als Derivathändler bei einer Bank gearbeitet, bei einer großen Schweizer Bank und wollte dann was anderes machen, wollte mich ein bisschen unternehmerischer quasi entwickeln und bin dann mit meiner Frau nach Australien gegangen, nach Sydney und habe da mein MBA quasi gemacht und ja, nach der Rückkehr sind der Claudio und ich, wir sind alte Freunde, sind wir halt eine Bratwurst essen gegangen am See, wie man das in Zürich so macht und dann habe ich Claudio von dieser Idee erzählt und ich war natürlich Feuer und Flamme und dachte mir, ja gut, wen ein Parfüm-Brand mit wem dann sonst, oder? Und dann ging dann Schlag auf Schlag, dann haben wir begonnen und dann waren wir mittendrin irgendwie. Das wirklich am nächsten Tag waren wir bei dir im Office und dann haben wir losgelegt. Also es war wirklich sehr inspirierend, weil es war wirklich Kickstart. Das heißt, wir haben gemerkt, doch, da ist was, das macht Sinn, auch speziell zusammenzuarbeiten, uns zu ergänzen, da wir doch sehr verschieden sind. Und somit haben wir wirklich Maison Noir gekickstartet und begonnen, diese verschiedenen Duftwelten zu kreieren. Mhm. Bei euch ging die Liebe quasi so ein bisschen durch den Magen und am Anfang stand die Bratwurst, kann man das so sagen, ja? Das kann man so sagen, ja. Keine Currywurst, oder? Nee, in Zürich isst man eine Bratwurst. Okay, gut. War sie gut? Ich glaube, sie war gut, oder? Bestimmt. Man sagt, es sei eine der besten in Zürich, aber ja, das ist eine große Diskussion. Okay. Ja. Genau, jetzt haben wir ja so viel über die Marke gesprochen und ich würde vorschlagen, jetzt tauchen wir ein bisschen tiefer in die Maison Noir Duftwelt ein. Mhm. Stellt uns doch bitte schon mal das Konzept von Maison Noir vor. Also wie genau, ich habe es ja schon mal kurz erwähnt, es gibt ja dieses Maison Noir Haus. Stellt uns doch mal dieses Konzept vor. Ja, wie wir vorhin besprochen haben, war die Grundidee, Duftwelten zu kreieren. Und dabei haben wir
uns überlegt, wie bringen wir das rüber, wie wird das griffig, wie springt hier wirklich der Funke rüber. Und da sind wir auf dieses Haus gekommen, das so für uns wirklich sehr symbolisch dasteht. Es ist ein Haus, das in jeder Stadt stehen könnte. Das Haus ist doch sehr nostalgieträchtig. Also auch wirklich ein Begriff, wenn man das sieht, es ist eine Erscheinung als solches. Und die Idee ist eigentlich, dass man durch dieses Haus, durch die Tür des Hauses hindurchgeht und in einen Gang kommt, wo man verschiedenste Türen sieht. Diese Türen haben Farben und Nummern. Die Nummern, die werden wir später vielleicht auch noch ein bisschen vertiefen. Und in einer, und durch diese Türen kommt man dann in diese Duftwelten. Mhm. Was wir dann auch in Form von Visuals porträtieren und in den Welten selbst. Wir wollen wirklich dem Kunden die Möglichkeit geben, auch bildlich zu erahnen, was er riecht. Okay, genau. Das ist die Story in a nutshell. Okay, cool. Das heißt, ich komme jetzt in dieses Haus und jetzt mache ich da eine Tür auf. Und sobald ich diese Tür aufgemacht habe, betrete ich eine eigene Duftwelt. Genau. Und jetzt habt ihr ja 4 Düfte. Das heißt, es gibt jetzt momentan auch 4 Räume in dem Haus. Okay, spannend. Ja, dann lass uns doch mal in den ersten Raum eintreten, oder? Sehr gerne. Okay, gerne, ja. Cool. Also wir beginnen das immer mit Vertigo. Vertigo ist unser frischester Duft. Wir haben hier sicher, wir zu jedem Duft kreieren wir immer eine Art eine Persönlichkeit. Also wir haben diese Duftwelt, die wir darstellen. Die Tür hat eine Farbe, die so ein bisschen zu dieser Welt passen soll. Und jeder Duft hat einen Charakter oder eine Persönlichkeit, die wir ihm so ein bisschen geben. Und bei Vertigo ist es sicher jemand, der jeden Tag so ein bisschen nimmt, wie er kommt und versucht, das Beste daraus zu machen. Sicher eine sehr aktive Person, die wir hier porträtieren. Und das Visual zu diesem Duft ist echt einfach eine Meereswelt oder die Wellen, die sich überschlagen und deshalb auch ein bisschen Vertigo. Das ist der Name, genau. Vertigo heißt taumelnd, also drehend. Für uns ist das die Welle, die sich überschlägt entsprechend. Genau. Wie David sagt, eine Person, die im Leben steht, die das Leben in vollen Zügen genießt. Wichtig zu sagen, alle Düfte sind Unisex-Düfte. Mhm. Hier haben wir einen Lemon Top, also eine Zitrusnote, die man zuerst riecht. Wir haben hier Ambroxan, um dem Duft wirklich viel Power zu verleihen, aber doch auch eine holzige Komponente, um den Duft weiter zu facettieren. Okay. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und riecht auch sehr spannend. Entsprechend haben wir hier die blaue Tür. Das nächste ist Bohemia 265. Bohemia ist so ein bisschen inspiriert von dem, vielleicht kann man das sagen, dem World Traveler so ein bisschen. Das ist so ein bisschen ein unkonventioneller Charakter. Man findet ihn, er findet sich überall auf der Welt, er passt sich nicht so gerne in ein Schema ein. Er ist einfach er selbst und halt ein bisschen unkonventionell. Und entsprechend ist auch der Duft. Wir würden sagen, dass es wahrscheinlich so ein bisschen der nischigste ist, den wir im Moment haben, aber sicherlich passt er sehr gut zur Persönlichkeit. Wie David sagt, Bohemia, der Name selbst, Bohemian, also ich glaube, man kann sich da schon was vorstellen. Auf jeden Fall, ja. Hier haben wir die grüne Tür. Ist ein sehr aromatischer Duft, der auch in die frische Richtung geht. Hier haben wir eine Bergamotte. In der Top-Note entsprechend ähnlich wie beim Lemon, nur einfach ein bisschen ein anderer Charakter, wenn man so sagen will. Kardamom ist ein großes Thema hier. Das bringt wirklich eine Würzigkeit hier in den Duft rein. Hier haben wir sehr viele Ingredients, aber immer wichtig, der Duft muss rund sein. Er muss zugänglich sein. Ich denke, das ist wirklich ein toller Nischenduft, der nicht jeder trägt. Mhm. Ja, ist wirklich echt ein sehr, sehr schöner Duft und ich muss auch sagen, ich habe die Düfte jetzt ja schon so ein bisschen kennengelernt und sie werden immer besser, je öfter ich sie auch also, ja. Mir sagen alle 4 Düfte unglaublich gut zu und jetzt, wo ich jetzt auch von euch mal die Beschreibung zu Vertigo gehört habe,
da kann ich mir jetzt auch viel besser so dieses Bild vorstellen. Ja. Ne? Also, ich glaube, es ist wichtig, was du sagst. Wir versuchen auch, dass sie zugänglich sind, die Düfte, dass sie nicht so speziell sind, dass man sie nicht mehr tragen kann, sondern dass sie eben, wie du sagst, man kann mit jedem, jeder kann fast mit jedem Duft ein bisschen was anfangen. Ich denke, das ist uns sehr wichtig, dass wir diese Nische dem Publikum halt zugänglich machen. Oder? Und das versuchen wir mit all unseren Düften zu tun. Genau. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass die Düfte auch, wie du halt auch gesagt hast, sehr rund sind. Ne? Mhm. Sie sind sehr rund, man riecht dran und man möchte mehr und man merkt aber auch, dass die Komposition sehr stimmig ist, obwohl es manche Düfte gibt, die auch schon so eine Ecke und eine Kante haben, wie halt der Bohemia, mhm. was aber auch den Duft dann nochmal besonders macht. Ne? Okay, welche Farbe hat die nächste Tür? Diese ist eigentlich in einem, wie soll ich das sagen, Rot-Fuchsia-Ton mhm. gehalten. Dieser Duft heißt Elysian. Bei diesem Duft haben wir eine Gourmand-Richtung, das heißt, es ist ein eher doch süßlicher Duft. Komm, kräftig. Das Sorry. Schon. Alles gut. So, noch eins, gell? Ja, perfekt. Genau. Perfekt. So, hier war eigentlich das Konzept, dass wir einen modernen Helden präsentieren oder porträtieren, wenn man so will. Also ist das jetzt Spider-Man, Batman oder ja. was kann ich mir da darunter vorstellen? Maison Noir Girl, I don't know. Das Maison Noir Girl, okay. Nein, wir sind ja unisex, also würde der Man sowieso schon mal wegfallen. Okay. Aber ich denke, wir stellen uns das so vor, das beschreiben wir auch so, es ist wie so, du hast diesen roten Vorhang und du trittst durch diesen roten Vorhang ins Leben oder auf die Bühne des Lebens und zeigst, hier bin ich, oder? Mhm. Let's go. Und das versuchen wir mit diesem Duft so ein bisschen auszudrücken, genau. Also, okay. Es ist definitiv jemand, der herausstechen möchte, mhm. der einen eigenen Charakter hat. Hier haben wir auch eine rechte Diffusion, entsprechend eine Wahrnehmbarkeit vom Duft her. In der Welt zeigt sich eigentlich ein Dämmerungsbild über den Wolken. Das ist genau. für uns so ein bisschen dieser Hero. Mhm. Er steht über den Wolken, steht heraus, aus der Crowd hinaus. Mhm. Das ist so ein bisschen das Thema, um diesen ja, der Duft ist süßlich. Hier haben wir eine Top-Note von Safran, aber auch eine Ledernote, mhm. wo wir wieder ein bisschen was Maskulines nebst einem Pralinen-Charakter mit hereinbringen. Und wirklich, es ist sehr spannend, wie unisex dieser Duft funktioniert. Mhm. Wir sehen das gerade mhm. auch im Freundeskreis oder auch deine Geschwister und so. Also das ist wirklich, das ist nicht zu definieren. Genau. Ja, nach ja. Gender jetzt, ja. Das heißt, dieser Duft ist etwas für jemanden, egal ob er oder sie, wenn man so wirklich, wenn man auffallen möchte, wenn man sich der Welt auch zeigen möchte, oder wie würdet ihr das beschreiben? Das ist das Konzept des, oder die Idee hinter dem Duft, aber ich finde, er ist immer noch so subtil, dass er nicht mega aufdringlich ist, aber es ist so ein bisschen ein Statement, würden wir sagen, ja. aber nicht gerade so, dass man nichts mehr anderes riecht, aber auf jeden Fall ist es ein Statement oder man will ein Statement geben und so unterstreicht vielleicht den Charakter in einer gewissen Weise. Ja. Okay. Also das erhoffen wir uns. Okay, cool. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Tür. Genau. So ist es. Mal reingehen. Nun, zur vierten Tür. Diese zeigt sich in einem Braunton. Mhm. Der Duft heißt Alter Ego. Bei Alter Ego haben wir uns inspirieren lassen, beziehungsweise wir haben diesen Duft mit unseren Partnern im Mittleren Osten kreiert. Entsprechend haben wir hier eine Oud-Nuance mit diesem Duft. Er heißt Alter Ego aus einem bestimmten Grund. Wir wollten kein typisches Oud machen, wie man wirklich heutzutage bei vielen Marken findet. Mhm. Speziell nicht für den Mittleren Osten, weil die sind absolut ausgestattet mit ihren Oud-Düften. Der Duft heißt Alter Ego, weil wir sehen ihn wie eine gespaltene Persönlichkeit. Auf der einen Seite haben wir das doch starke Oud, das herausdringt, auch sehr outgoing ist als solches. Und dann haben wir doch eine sehr, wie soll ich das sagen, fast schon nette Art, mhm. fast schon charming. Mhm. Es geht hier darum, dass wir die Himbeere mit hereinbringen, die sozusagen im Kontrast steht zu dem
holzigen Oud-Duft und somit zum einen ein bisschen mehr Unisex ist, anstelle von einem doch sehr starken holzigen Duft, und einen Twist bringt, der etwas anderes ist, das man so nicht direkt findet, wenn man danach sucht. Es ist ein bisschen wie die harte und die nette Seite, oder? Die kombinierst und deshalb auch dieses Alter Ego oder mit diesen zwei Gesichtern. Und die Person, die wir da zu beschreiben versuchen, ist jemand, der wie sein anderes Ich, aber ein gutes Ich hat, das den Weg zeigt, dem die anderen folgen, der sich getraut, neue Wege zu gehen. Das ist so ein bisschen die Idee hinter dem Duft, weil es halt auch ein bisschen ein anderes Oud ist, oder? Und deshalb finden wir den Namen auch sehr passend zum Duft. Es ist fast schon der Nomade, der durch die Wüste zieht und ja. seine Gefolgschaft mit sich bringt. Mhm. Ich muss sagen, hättest du es nicht gesagt, aber das finde ich auch so spannend, ich hätte die Himbeere nicht rausgebracht. Ja, genau. Jetzt, wo du es sagst und ich wirklich daran rieche, denke ich mir so, ja, na klar, ist das wirklich sehr spannend. Das war genauso, als wir da die Briefings auch zu unseren Partnern in den Mittleren Osten geschickt haben, waren die auch so, da ist was drin, das ist mega spannend, mach das noch ein bisschen stärker, push das noch. Deshalb war diese Himbeere so wie gesetzt, weil die gesagt haben, das gibt es so noch nicht wirklich, das ist halt schwierig, mit dem zu arbeiten. Und deshalb sind wir dann total auf dem geblieben auch. Ja, genau. Okay. Also. Cool, das heißt, jetzt waren wir in den aktuell noch 4 Räumen im Maison Noir. Genau. Sehr spannend, wir kommen später noch ein bisschen drauf zurück, weil mich und unsere Zuschauer wird natürlich wahnsinnig interessieren, wie viele Stockwerke Maison Noir vielleicht noch interessiert hat, wie viele Räume. Ja, wird ja vielleicht ein Wolkenkratzer, wer weiß. Jetzt verratet uns noch eins. Jeder Duft hat ja auch eine Nummer. Genau. Ja? Und erklärt uns doch mal, für was denn diese Nummern stehen, damit wir so ein bisschen besser verstehen können, wieso denn jetzt jeder Duft auch eine Nummer hat. Genau. Also man muss vielleicht auch sagen, dass diese Nummern gehören auch zum Namen. Also die Düfte sind Bohemia 265, Vertigo 236. Und diese Nummern, die beschreiben eigentlich die Düfte anhand von Kategorien, die wir entwickelt haben. Das Ziel ist wirklich auch, den Kunden sehr gut zu beraten. Und wir sehen eine Zukunft, wo man doch vielleicht mehr Düfte als 4 haben wird. Und unser Ziel ist es wirklich, dass bevor du jetzt jeden Duft durchriechst, solltest du dir überlegen, habe ich vielleicht einen bestimmten Charakter, suche ich eine gewisse Kategorie. Deswegen haben wir diese 8 Kategorien gewählt und nach denen kannst du dich selbst orientieren. Entsprechend solltest du das vielleicht auch physisch in einem Laden vorfinden oder auch auf einer Webseite oder so weiter. Und so kannst du dich orientieren. Mitgebracht haben wir Vertigo. Hier sehen wir, es ist ein Zitrusduft mit einer ozonischen Richtung, aber gleichzeitig holzig. Entsprechend, wenn du einen frischen Duft suchst, dann weißt du, die Nummer 2 ist welche, mit welcher du dich sozusagen durch die Düfte durchtingeln kannst und vielleicht dich dann auch danach orientierst. Entsprechend wäre es jetzt zum Beispiel mit der Nummer 2, Vertigo oder Bohemia, und so würdest du anfangen, um unsere Düfte zu riechen. Okay, super spannend. Das heißt ja im Grunde, dass jede Zahl steht für eine Duftrichtung. Genau. Und mit eurem Fragrance Wheel kann ich dann schon bevor ich den Duft rieche, kann ich eigentlich schon so ein bisschen den ersten Eindruck bekommen, ist das jetzt ein frischer Duft, ist das jetzt vielleicht ein grüner Duft, ein holziger Duft. Finde ich einen unglaublich schönen Ansatz. Und wie er halt sagt, die Beratung darf nicht zu kurz kommen, ist halt echt auch ein wichtiger Aspekt. Für uns war es halt auch, als wir begonnen haben damit, wie du gesagt hast, wir sind ein sehr junger Brand und da haben wir halt uns auch gesagt, ja, Omnichannel ist das Wort unserer Generation, oder? Ich denke, alles läuft irgendwie im Internet ab und mit Düften ist das speziell schwer. Deshalb haben wir den Brand überall, sei es mit den Visuals, mit den Türen, mit dem Konzept oder halt auch eben mit dem Duftrad, irgendwie orientiert daran, wie können wir das auch erlebbar machen im Netz und in den sozialen Medien und überall. Und das ist halt ein Tool mehr, um das einem Kunden oder jemandem, der interessiert ist, quasi ein bisschen näher zu bringen, unsere Düfte, oder was ihn erwarten könnte, genau. Vielen Dank euch, das ist auf jeden Fall mal ein sehr innovativer Ansatz. Ich glaube, der hilft auch viel, viel besser, um eure Marke auch zu verstehen. Und um ehrlich zu sein, ich habe auch noch nie eine Brand kennengelernt, die so einen Ansatz entwickelt hat, um auch tatsächlich, gerade wie du das sagst, egal wo der Kunde mit euch in Berührung kommt, auch zu verstehen, okay, was ist das für ein Duft, der mich da jetzt eigentlich erwartet.
Das ist auch, wir sind sehr Customer-focused. Das heißt, wir entwickeln unsere Düfte nach dem Kundenprinzip. Entsprechend wollen wir den Zugang zum Kunden finden und wollen uns auch zum Teil in Zukunft vom Kunden inspirieren lassen. Ja, ich denke, das ist auch sehr, sehr wertvoll, dass letztendlich machen wir auch Düfte, damit sie halt den Menschen da draußen gefallen. Ne? Und damit man auch bewusst sagt, ich möchte jetzt genau diesen Duft und keinen anderen. Mhm. Und deswegen finde ich auch diesen Ansatz sehr, sehr richtig. Und da sind wir wieder bei der Zugänglichkeit, sei es bei den Düften, sei es beim Konzept, sei es wie du sie auswählst. Oder uns ist das extrem wichtig, dass sie zugänglich sind und dass man sie entdecken kann, ohne sich irgendwie doof vorzukommen. Auch, oder? Ja. Ist auch sehr schön in Kombination mit eurem Maison Noir Haus, wo ich dann so durchspazieren kann, ne, und dann die eine Tür aufmacht, die andere Tür aufmacht und mich eigentlich immer wieder eine neue Duftwelt erwartet. Ja, und halt wie so in einem Hotel, da haben die Türen auch Nummern, oder? Ja. Und bei uns haben die Türen halt dann Nummern, die zeigen, was dahinter sein könnte, ja. Oder? Das ist so ein bisschen die Idee, ja. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust, eine Nacht zu übernachten in Maison Noir und müsst euch jetzt eigentlich nur noch für ein Zimmer entscheiden. Wir kommen noch mal später dazu. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit Claudio und David. Und zwar, was ich glaube ich noch wahnsinnig spannend finden würde, ist, wenn ihr einen Duft kreiert, ja, wie geht denn ihr da vor? Also was ist euch wichtig, was ist euer Ziel? Ja, es ist eine berechtigte Frage. Wir arbeiten sehr nahe zusammen mit den Parfümhäusern. Wir haben tatsächlich alle vier Düfte zu Beginn mit dem Dufthaus Firmenich umgesetzt. Das resultiert meistens in Form eines Briefings, das wir erstellen. Wir pflegen diese Briefings sehr individuell zu gestalten. Es ist nicht immer die gleiche Herangehensweise aufgrund der Inspiration. Wie vorhin gesagt, wir haben diese Räume, die sicher einen gewissen Anhaltspunkt zu der Inspiration geben, aber gleichzeitig auch Eindrücke oder die Charaktere, die wir auch im Duft beschreiben. Am Schluss wollen wir schon einem Charakter eine weitere Ebene geben. Das ist der Duft, den du aufträgst und mehr zu deinem Charakter wirst. Und so versuchen wir auch, die Parfümeure immer wieder neu zu briefen, immer wieder von einem anderen Angle. Ist es ein Bild, ist es sozusagen ein Text? Wir haben das auch schon gemacht mit weiterer Musik beispielsweise und so. Es geht wirklich darum, dass wir eine Welt kreieren, angefangen beim Duft. Mhm. Und dann kreiert sich das Weitere rundherum, bis auf wenn wir von der Welt anfangen natürlich. Es gibt verschiedene Ansätze. Wie kann ich mir das jetzt besser vorstellen? Also du hast jetzt ja gesagt, manchmal ist es ein Bild, manchmal ist es Text. Seid ihr dann bei euch im Wohnzimmer, geht ihr raus spazieren? Wo holt ihr die Inspiration her? Also wie schafft ihr so einen schönen Duft wie Vertigo? Erstmal natürlich in eurer Vorstellung entstehen zu lassen und dann in Zusammenarbeit mit dem Parfümeur. Ja, also es ist, manchmal hat man eine Idee, wie könnte ein Duft riechen, was könnte ein interessanter Duft sein, und brieft ein Dufthaus so und kreiert dann irgendwie die Welt oder diese Idee rund um diesen Duft und die Persönlichkeit. Manchmal ist es genau umgekehrt, man denkt, oh wow, schau dir diese Kulisse an, dieses Meer, diese Wellen, und man müsste doch einen Duft machen, der diesen Moment einfangen kann. Und das wäre dann wie die zweite Herangehensweise. Und die vier Düfte, die hier stehen, die wurden tatsächlich mit den Welten quasi gebrieft. Da sagt man, wir wollen Düfte zu diesen Welten quasi generieren und hat dann die Düfte dementsprechend hergestellt, ja. Oder hergestellt, kreiert. Ja. Genau. Also Aber es kann natürlich genauso eine Inspiration sein, wie wir beide reisen sehr gerne und du bist auf einer Reise oder du stehst auf irgendeinem Markt oder hast eine spezielle Situation und du fragst dich dann, wie könnte das riechen, wie könnte ich das in Form von einem Duft porträtieren, dieser Eindruck. Und so versuchen wir auch, dieses Gefühl rüberzubringen. Nur ein Bild finde ich nicht genügend inspirierend für einen Parfümeur, sondern du solltest noch ein bisschen was darum erklären und erzählen, wie muss sich das anfühlen, wenn man das riecht. Genau. Was vielleicht noch wichtig wäre, weil es gibt ja schon auch, weil ihr auch so eine kundenfokussierte oder zentrierte Marke seid, es gibt auch viele Menschen, die sagen, ich möchte gerne auch je nach Saison einen unterschiedlichen Duft tragen. Gibt es denn einen Duft, den ihr jetzt vor allem für die Wintersaison empfehlen könntet?
Ja, ich denke, Alter Ego passt hier sehr gut zu, auch mit der holzigen Note drin, ist sicher auch diffusiv und passt wirklich. Also ich würde jetzt... Auch dieses Süßliche für das ganze Gebäck und so. Mhm. Also ich hätte jetzt auch Alter Ego gesagt wahrscheinlich. Okay, spannend. Ja. Das heißt jetzt für den Winter, wenn sich jetzt jemand sagt, hey, okay, ich würde gerne einen Maison Marduk probieren und ich möchte jetzt irgendwas für den Winter haben, da würdet ihr Alter Ego empfehlen? Denke schon. Ich denke auch. Okay, super, vielen Dank. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem spannenden Teil. Ich habe es ja euch versprochen. Claudio und David, das Interview mit ihnen, das ist quasi in zwei Teile unterteilt. Und jetzt kommen wir zu einem sehr interaktiven Teil. Ich hoffe, er wird euch gefallen. Wir haben sowas noch nie gemacht und die zwei sind jetzt unsere Versuchskaninchen. Und zwar, ich nenne das Ganze 300 Seconds of Maison Noir. Claudio und David, ihr seht vor euch eine kleine Glasschüssel. In dieser Glasschüssel sind Fragen. Ich werde gleich einen Timer stellen für genau 300 Sekunden. Und ich würde euch bitten, nacheinander einfach mal einen Zettel rauszuziehen, die Frage laut vorzulesen und einfach wirklich aus dem Bauch raus zu antworten. Seid ihr bereit? Mhm. Bisschen nervös auch, oder? Was euch da jetzt genau erwartet. Tja, wir haben alles auf Kamera. Spaß. Dann lasst uns loslegen. Mhm. Let's go. Welche Gefühle löst Bohemia 265 bei dir aus? Bohemia, das ist eine free-spirited Person, die sich nicht so richtig um die Regeln schert, die halt einfach ein bisschen außergewöhnlich ist. Also, und auch entsprechend der Duft, oder speziell außergewöhnlich, nicht alltäglich, ich denke. Das ist so ein bisschen das Gefühl, dass es in mir auch auslösen würde, ja. Okay, sehr cool. Welche Düfte haben dich am meisten inspiriert? Ich bin eigentlich ein Fan von Oldschool-Düften. Ich finde wirklich auch, was früher, das kann Männer- oder Frauendüfte sein, Charlimard oder auch Kuros, der ein bisschen umstritten ist und so. Ich finde ein bisschen, man muss was... wie soll ich das sagen, ein Spirit, der was anderes, was riskieren, ist spannend. Wir versuchen, das Riskierte zu nehmen und es ein bisschen zugänglicher zu gestalten. Das ist so ein bisschen unsere Vision. So, ich merke schon, wir müssen jetzt auf jeden Fall schneller werden. Okay, gut. So, also, bleibt dran. Also, gut, let's go. Huh? You go. Beschreibe Maison Noir in einem Hashtag. Hashtag Duftwelten. Okay, cool. Warum sind eure Düfte unisex? Das ist einfach der Zeitgeist. Ich denke, heute ist es nicht mehr so unbedingt, was macht der Mann, was macht die Frau. Ich glaube, es gehört dazu, heute ein bisschen flexibler zu denken und das nicht mehr so zu kategorisieren. Genau. Okay, next one. Welchen Maison Noir-Duft würdest du diesem Gentleman empfehlen? Genau, ich zeige euch mal kurz den Gentleman. das ist fies. Was empfehlen wir dem? Das ist ein frecher Hund, ein Wirbelwind, ich empfehle ihm Vertigo. Okay, perfekt. Also das ist auf jeden Fall ein Corgi. Ja, und die Corgis da draußen, die sollten Vertigo tragen. Okay, next one. Welche Erinnerung löst Elysian 685 bei dir aus? Wie vorhin gesagt, wir sind über den Wolken, die Abenddämmerung, so ein bisschen eine Inspiration, um auszugehen. Okay, wir haben noch 20 Sekunden, wir müssen jetzt richtig zackig werden. Das erste Parfüm, das du jemals getragen hast, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Okay. Ja. Was ist die Inspiration für Maison Noir? Nostalgie, Moderne, zusammen, Zeitlosigkeit. Okay. Wir machen einfach mal weiter, ja, weil ich möchte auf jeden Fall, dass die beiden Jungs auch die Fragen beantworten. Ja, und let's go. So, dann zieht doch mal weiter. Ja, so leicht kommt ihr aus der Nummer nicht raus. Ja.
Ist Vertigo 236 von deiner Zeit in Australien inspiriert? Das ist eine gute Frage. Nein, aber rückblickend wäre das eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ja, Australien ist wahrscheinlich vielfältiger. Wahrscheinlich könnten alle Düfte da sein, aber nee, ich würde jetzt sagen, nein. Dein Lieblingsort in Zürich? Außer dem Bratwurst-Place. Ja. Ich glaube, Zürich ist sehr geprägt von dem See. Also ja. Auch, ich glaube, das macht wirklich diese Stadt aus. Das ist die Lebensader von Zürich. Entsprechend okay. In Zürich am See oder auf dem See. Okay, cool. Ich würde Parfüm niemals trinken. Gut, dann halt nicht. Parfüm ist wie? Parfüm ist wie eine Gelegenheit, deinen Charakter noch ein Stück weiter nach außen zu tragen. Okay, sehr spannend, auch sehr poetisch. Schön, richtig schön. Meine Lieblingsduftnote? Wahrscheinlich ein Zitrusduft. Ja. Okay, cool. Also nicht wahrscheinlich. Ja. So, ihr habt es fast geschafft. Ja. So, ein Sonntagsbrunch in Zürich. Welcher Duft von Maison Noir würdest du einer Frau oder einem Mann empfehlen? Ich bin da ganz klar bei Bohemia. Mhm. Hier haben wir die Aromatik im Duft. Ich denke, das passt sehr gut so zu dieser Morgenstimmung, auch beim Brunch. Mhm. Und das würde ich da empfehlen, auf jeden Fall. Sehr schön. Soirée in Paris. Welchen Duft würdest du empfehlen? Was empfehle ich hier? Ich empfehle Alter Ego. Ich denke, das ist powerful. Ich denke, da fällt man ein bisschen auf. Das fällt auf jeden Fall auf. So, welchen Maison Noir-Duft ist Davids Favorite? Welcher ist der Favorit von Claudio? Bitte gegenseitig. Also das ist ja jetzt, für David ist es ja ziemlich einfach, würde ich mal meinen. Ja, ich denke, wir sind ganz klar hier bei Vertigo zu Hause. Und wenn ich mir das so überlege, ich denke, die Novelty im Frühling wird Claudios Favorite sein. Oh, also von der schwärmt er schon die ganze fies, ne? Zeit. Das heißt, sein Favorite ist etwas, was wir noch gar nicht kennen. Das kommt dann noch, ja. Okay. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Genau, ja. Nee, ganz klar. So. Was bedeutet der Stern auf der Maison Noir-Kappe? Ja, bisher ist es einfach eine Art, ein dekoratives Element, das wirkliche Meaning, das haben wir aber noch nicht revealed und das wird vielleicht mal kommen, ja. Oh, David, ich merke, du bist der Mann der Geheimnisse. Ja, genau, ja. Was ist Luxus für dich? Ist eine gute Frage. Ich denke, beim Luxus geht es um sehr viel Detail, es geht um Qualität und es geht darum, etwas Besonderes zu schaffen. Mhm. Etwas, das wirklich einen Mehrwert hat. Mhm. Gehen nächstes Jahr neue Maison Noir-Türen auf und was finden wir dort? Ja, nächstes Jahr werden wir zwei neue Türen öffnen, so wie es aussieht, genau. Okay. Eine im Frühling und eine dann im Spätsommer, genau. Und was werden wir da so finden? Das ist was ganz. Es wird super ins Sortiment passen, es wird sich super ergänzen zu was wir jetzt haben, aber es wird auch wieder total anders sein, sehr diffusiv. Sehr, also wirklich neue Duftrichtungen, ergänzend im Sinne von unserem Stil, also sicher viel Power, eine gute Diffusion, Longlastingness, aber auch trotzdem neuen Raum für Inspiration. Genau. Okay. Könnt ihr uns schon die Farben vielleicht verraten? Ist das möglich oder schwierig? Ich würde sagen, im Frühjahr werden wir eine doch wärmere Farbe vorfinden. Ah, klar. Ja. Das heißt, ich darf mir jetzt auf dem Regenbogen die Farbe selbst aussuchen. Ja, genau, ja. Du kannst mal probieren. Also, wie ihr mitbekommen habt, ich werde auf jeden Fall die nächste Türfarbe von mir so nochmal wählen dürfen. Okay, die zwei letzten. Ist das Stadthaus von Maison Noir echt?
vielleicht mal irgendwann, im Moment ist es noch in unserer Fantasie oder vorhanden, aber ja, wer weiß, we'll see. Könntet ihr euch vorstellen, das auch mal wirklich vielleicht irgendwann mal zu bauen? Das wäre natürlich ein Riesending. Also wenn sich jemand verwirklichen will mit uns, dann sind wir sicher dafür bereit, darüber zu sprechen, auf jeden Fall. Ja. Okay, super. Also wir suchen auch einen Bauherrn für das Maison Wild. Genau, ja. Meldet euch einfach in den Kommentaren. So, und zu guter Letzt, wenn David ein Parfüm wäre, welche drei Duftnoten würdest du wählen und warum? Na gut, wenn du ein Parfüm wärst, dann, also beim Zitrus sind wir ja schon ziemlich klar angekommen. David errät immer das Pfeffer in allen Submissions, die wir haben mit den Parfümhäusern. Das wäre sozusagen die zweite Note. Und ich denke, dann noch sehr gut ergänzend wäre Vetiver. Okay. Aber was heißt, du errätst den Pfeffer? Ja, wenn wir halt diese Briefings erhalten, oder, dann muss man immer so ein bisschen sagen, was da drin ist und so. Und ich bin ja noch ziemlich neu in dieser Industrie und ich sage dann halt einmal zu oft meistens irgendwie Pink Pepper oder so. Und deshalb ist das so ein bisschen der Running Gag. Ah, da ist sicher Pink Pepper drin, oder? Okay. Gut, aber wenn du ja recht hast, dann... Ja, die sagen das dann immer so ein bisschen. Okay, ja. Damit du dich gut fühlst. Genau. Ja, Jungs, es hat mir einen Riesenspaß gemacht, ja, mit euch zu sprechen, mehr über Maison Noir zu erfahren.